freuen uns, dass wir hier beim vierten Fest in Hohenschönhausen sind. Und wir machen ja etwas für Geist, Seele und Körper. Und heute möchte ich eine sehr wichtige Botschaft bringen. Ich glaube, die wichtigste Botschaft auf der Welt, die man bringen kann. Und da geht es um die vier. Und ich werde die mit euch mal durchgehen, worum es da geht. Das ist oft weltweit, gibt es dieses als Bewegung, die vier. Und da wird die beste Botschaft der Welt durch erklärt. Und jemand ist mal 2 Stunden hinter einem Auto hergefahren, der diesen Aufkleber hatte, ein Physiker. Und der hat gedacht, das ist eine Formel und wollte rauskriegen, was für eine Formel ist denn das? Und er hat es nicht rausgekriegt, bis er den Autofahrer anhielt und dann hat er ihm erklärt, was diese 4 Symbole bedeuten. Das erste Symbol ist Liebe. Das Herz steht für Liebe. Und das ist das, was du und ich am dringendsten brauchen. Gott schuf alles mit Liebe und aus Liebe und für Liebe. Und wenn du mal nachdenkst, ist Gottes Liebe und Gottes Macht, Gottes Größe an der ganzen Schöpfung zu sehen. Du selbst bist ein Meisterwerk Gottes. Gott hat dich im Mutterleib mit Liebe geschaffen. Er hat dir deine Seele gegeben. Er hat dir deine Gaben und Talente gegeben, die einmalig sind. Keiner der Jungs und Mädchen hier, keiner der Erwachsenen hat Talente von jemand anderem. Jeder hat einmaligen Fingerabdruck. Stimmt das? Ja. 8 Milliarden Menschen mittlerweile. Einmaliger Fingerabdruck. Einmalige Augen. Und Gott hat dich mit Liebe geschaffen. Er gab dir eine ewige Seele und dein einmaliges Aussehen. Und Gott sagt zu dir, ich liebe dich. Ich liebe dich, so wie du bist. Und du und ich, wir alle haben eine Berufung in dieser Generation, ein Segen zu sein für andere Menschen. Dass wir nicht nur für uns selbst leben, sondern dass wir Gutes tun. Jesus sagte in Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 12, alles, was du willst, dass man dir tut, das tue auch anderen Menschen. Darum machen wir diese Feste hier. Weil ich bin aufgewachsen in Hamburg und ich war sehr oft depressiv, melancholisch, einsam und wusste nicht, wofür ich lebe. Und dann ist Gott in mein Leben gekommen mit seiner Liebe. Und ich habe gesehen, dass indem ich meine Gaben nutze, anderen zu helfen, anderes Gutes zu tun, werde ich glücklich und erfüllt. Also Liebe ist heilsam. Was brauchst du in deinem Leben, um glücklich zu sein? Denk mal darüber nach. Was brauchst du? Was willst du für dein Leben? Du willst Liebe. Ist das richtig? Stimmt das? Kann ich mal Hände sehen? Wir wollen alle Liebe, oder? Annahme, Verständnis. Wir wollen Freundschaft, dass Leute uns so annehmen, wie wir sind. Und das ist Gottes Plan. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe hilft dem anderen, dass er besser wird. Die Liebe baut andere auf, die Liebe heilt und die Liebe sagt, ich glaube an dich. Gottes Gebot in der Bibel ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und wenn wir das tun, dann haben wir ein erfülltes, glückliches Leben. Also das Erste spricht von Gottes Plan der Liebe. Aber es gibt ein Problem und hier ist das Minus, das ist das zweite Symbol. Also ich zeige mal denen, hier ist das Symbol 1, Liebe. Die das nicht sehen können, das ist das Zeichen Nummer 1, Liebe. Das zweite Symbol ist ein Minus, ein Minus. Und es gibt ein Problem mit diesem Plan Gottes, dass die Menschheit gefallen ist in Sünde und Schuld. Die Bibel beschreibt das, dass es einen Sündenfall gab, dass Gott sagte, ich möchte euch alles lehren, was gut und böse ist. Ich möchte euer Vater sein. Aber die Menschheit
hat gegen Gott rebelliert. Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 3, alle Menschen haben gesündigt, alle Menschen sind ungerecht. Stimmt das? Hast du schon mal böse Worte gesagt? Hast du schon mal böse Taten getan? Hast du Missbrauch erlebt? Das ist das Gegenteil von Liebe. Hast du Ablehnung erlebt? Also das, was Gott will, dass du und ich es bekommen, kriegen wir oft nicht. Wir erleben Lieblosigkeit. Wir erleben Ablehnung, Hass. Und dann werden wir bitter und verletzt. Und wir erleben oft Gottes Liebe nicht, weil wir das Gegenteil erlebt haben. Missbrauch, Ablehnung. Und dann eben auch Flüche statt Segen. Zum Beispiel hast du schon mal gehört, du bist dumm. Du kannst das nicht. Aus dir wird nie was. Das sind Flüche. Und da erleben wir das Gegenteil von Liebe. Aber wir erleben Gottes Liebe oft auch nicht, weil wir Gott nicht suchen. Weil wir wirklich nicht Gott das Angesicht zuwenden und sagen, Gott, komm in mein Leben, wo bist du? Sondern wir drehen Gott den Rücken zu, statt unser Gesicht. Hast du das gemacht, Gott den Rücken zugedreht? Gott sagt, ich liebe dich so sehr. Und wir müssen da uns umdrehen und zu Gott kommen, weil er liebt dich und mich und er hat nur gute Pläne, dein und mein Leben zu bauen und zu segnen. Also oft haben wir Gott den Rücken zugewandt und dieses hier, dieses Zeichen ist eine Kluft, wie ein Abgrund. Und hier oben ist Gott und da sind wir. Und diese Kluft, dieser Abgrund ist die Sünde. Das ist das Minus der Menschheit. Wir sind alle im Minus, weil wir lügen, wir lieben uns selbst, aber andere nicht. Wir lehnen andere ab. Oft missbrauchen wir uns mit Süchten, mit Drogen, mit Alkohol. Und Gott ist ein heiliger, vollkommener Gott. Gott hat die Erde wunderschön geschaffen. Hat jemand von euch Haustiere, Katze, Hund, Tiere? Sind Tiere nicht liebevoll? Ja, wir lieben Tiere, weil sie noch nah an Gottes Perfektion sind. Tiere sind immer dankbar, immer liebevoll, stimmt das? Meine Frau und ich haben Katzen, ja? Aber wir Menschen verletzen einander. Wir Menschen gehen miteinander hart um. Und der Mensch ist in Schuld und Fehlern und Sünden von einem heiligen Gott in Ewigkeit getrennt. Und wir können niemals diese Kluft überbrücken, zu Gott zu kommen, einem heiligen Gott. Und das ist also das zweite Symbol. Wir können niemals uns selbst aus dem Chaos befreien, in dem wir drin sind. Ich habe das selbst über viele Jahre versucht. Ich wollte frei werden von Dingen, die mich kaputt machen, die mich zerstören. Aber ich hatte die Kraft nicht. Je mehr ich mich angestrengt habe, umso mehr habe ich das Schlechte getan und das Falsche getan, was ich eigentlich hasse. Und das ist dieses Minus in deinem und meinem Leben. Aber weil Gott dich und mich liebt, hat Gott selbst eingegriffen. Gott kam auf die Erde und er wurde Mensch. Das ist das dritte Symbol, das Pluszeichen, das Kreuz. Gott kam auf die Erde und er wurde Mensch, Jesus Christus. Und die Bibel sagt, der einzig geborene Sohn des Schöpfers von Himmel und Erde. Jesus kam in der Jungfrau Maria und der Engel Gabriel sagte, du wirst einen Sohn gebären von Gott. Er wird Sohn Gottes genannt werden, der Christus Jesus durch den Heiligen Geist. Und Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Und Jesus hat die Kranken geheilt. Er hat Menschen von Bindung befreit. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat Wunder getan, Zeichen und Wunder getan. Und Jesus hat uns gezeigt, wie wir lieben, wie wir leben sollen. Er hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und er hat Kinder gesegnet. Ja? Er hat Prostituierte umarmt, freigesprochen und gesegnet. Und sie befreit und ihr Leben neu gebaut.
Jesus hat uns gezeigt, wie Gott ist. Und Jesus kam vom Himmel auf die Erde. Jesus hatte 12 Apostel, 12 Jünger, und die haben sich oft gestritten und haben gesagt, wer ist der Größte von uns 12? Und dann hat Jesus gesagt, kommt einmal, setzt euch hin. Größe ist nicht durch deine Ellenbogen oder dass du andere zur Seite drängst, sondern wer groß sein will im Reich der Himmel, ist ein Diener von allen. Jesus hat gesagt, Größe ist Menschen zu dienen, andere zu lieben. Und das war eine Revolution für die ganze Menschheit, für die ganze Welt. Und Jesus kam auch, um zu sterben. Jesus gab sein Leben, Gott selbst wurde Mensch und Jesus war ohne Sünde und er starb am Kreuz für dich und mich, weil er uns liebt. Er hat das Opfer gebracht für deine und meine Sünde, unsere Sünde und Schuld zu vergeben. Und wenn wir Jesus annehmen, dann erleben wir, dass unser Minus ein Plus wird. Dass Gott alle Schuld und Sünde vergibt. Und Gott kommt in dein und mein Leben. Und dann fängt er an, einen Regen von Segen auf dein Leben zu bringen, dass du aufblühen kannst, dass du lebendig wirst. Und dann fängt er an, zu dir zu reden durch den Heiligen Geist. Und er wird dir Gunst mit Menschen geben. Er gibt dir Visionen und Träume. Gott vom Himmel hat eine Vision, einen guten Plan für dich. Und dann ist das die Brücke in den Himmel, das Kreuz. Gott löscht alle Sünde aus, alle Ungerechtigkeit, alle Schlechte, was du und ich je getan haben, hat Gott ausgelöscht in Ewigkeit durch das Blut, das Jesus am Kreuz für dich vergossen hat. Also Jesus ist gekommen, unser Minus zum Plus zu machen in Ewigkeit. Und dann will er dein Leben leiten, er will es bauen und er will es segnen. In Johannes 10 steht, ich habe darüber letztes Mal hier gesprochen, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte leitet seine Schafe und er gibt sein Leben hin für die Schafe. Das ist, was Jesus getan hat. Und dann kommt noch ein viertes Symbol und das ist das Fragezeichen. Und das Fragezeichen ist die wichtigste Frage für dich und mich. Was tust du mit dem, was Jesus, Gottes Sohn, was Gott für dich getan hat? Was wirst du tun mit Gottes Opfer? Wirst du sein Opfer? Am Kreuz hat Jesus dein ewiges Gericht, das du in Ewigkeit verdient hast, auf sich genommen. Die Frage ist, wirst du das annehmen, was Gott vor 2000 Jahren durch Jesus Christus, seinen Sohn, getan hat? Das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Ich habe 1985 in Hamburg gelebt und ich war Soldat in der Luftwaffe. Ich war Ausbilder in der Luftwaffe. Und ich habe mich gefragt, wofür lebe ich überhaupt? Ich war sehr, sehr unglücklich, habe nicht den Sinn des Lebens verstanden. Und dann habe ich in der evangelisch-lutherischen Kirche in Hamburg über Jesus Christus gehört, dass Gott Mensch wurde. Deswegen haben wir 2021 nach Christus. Und Martin Luther hatte das begriffen, ich habe das dann auch begriffen, dass der Mensch von Gott Vergebung und ewiges Leben bekommt aus Gnade, als Geschenk. Ich kann nicht aus eigener Kraft gut werden. Und ich habe dann begriffen, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass ich aber in Sünde und Schuld von Gott getrennt bin. Und dann hörte ich, dass Jesus gestorben ist zur Vergebung meiner Sünde und Schuld. Und dann habe ich versucht, meine Sünden zu lassen, mich zu ändern. Und wisst ihr was? Ich konnte das nicht. Ich konnte mich nicht ändern, ich konnte nicht mich bessern. Und dann habe ich von einem Pastor in Hamburg gehört, du kannst so kommen, wie du bist. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Und dann sendet er die Kraft Gottes in dich, den Heiligen Geist, und er hilft dir, heilig zu leben. Er hilft dir, das richtige Gute zu tun, durch seine Kraft.
Dem Demütigen sagt die Bibel, und dann habe ich Jesus angenommen, dann bin ich zu Gott gekommen. Und Gott kam in mein Leben und Depression wurde in Freude verwandelt. Und aus einem Egoisten wurde ein Mensch, der mittlerweile Zehntausenden Menschen gedient hat. Meine Frau und ich wohnen jetzt in Berleuchen. Gott hat uns sehr gesegnet. Wir haben einen nationalen Dienst in ganz Deutschland. Und wir haben jetzt angefangen, Gemeinde Neues Leben aufzubauen, weil Gott mir ein neues Leben gegeben hat. Und 100 Millionen von Christen weltweit. Und wenn wir mit unserem alten Leben nicht zufrieden sind, dann kann Jesus alles neu machen. Also Jesus und Gott Vater stehen an deiner Tür, noch verschlossenen Herzenstür vielleicht, und klopft jetzt an. Die Frage ist, wirst du deine Herzenstür öffnen? Wirst du aufmachen und ihn hereinlassen? Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und du kannst sagen, komm herein, komm in mein Leben, vergib mir alle Fehler, vergib mir alle Schuld, die ich jemals mit Worten und Taten begangen habe. Und Gott wird es tun. Gott Vater, dein Schöpfer, mein Schöpfer von Himmel und Erde, wird alle Minuskonto löschen und er macht dich gerecht. Er gibt dir die Gerechtigkeit, die Jesus Christus alleine hatte. Gott macht dich gerecht und du kommst in Ewigkeit in kein Gericht. Ich habe keine Angst mehr zu sterben. Für mich ist Sterben Gewinn. Wenn ich morgen sterbe, gehe ich direkt zu Gott in den Himmel. Ich weiß, wo ich hingehe. Mein Erlöser lebt. Jesus starb am Kreuz. Er hat Satan besiegt. Er hat den Tod besiegt für alle, die glauben. Und am dritten Tag stand er von den Toten auf und fuhr zurück auf in den Himmel, wo er sitzt zur Rechten des Thrones Gottes. Von dort wird er wiederkommen, alle Nationen zu richten. Also seit ich durch die Tür gekommen bin, habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Wenn du also diesen Schritt tun willst heute, kannst du heute diese wichtigste Frage für dich beantworten und sagen, ja Gott, ich will versöhnt sein mit dir. Komm du in mein Herz, komm in mein Lebenshaus. Du hast ein Lebenshaus. Jesus sagt, wer meine Worte hört, der baut sein Haus auf den Felsen. Wenn wir Gottes Worte nicht hören und nicht tun, dann bauen wir auf den Sand. Und dann erleben wir Einbrüche. So viel Zerbruch, so viel Verluste, stimmt das? Jesus sagt in Johannes 10,10, Satan, der Teufel, ist gekommen zu töten, zu zerstören, zu stehlen. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt in Überfluss. Und Leben ist eine Qualität der geheilten Beziehung, der Freundschaft, dass du deine Berufung kennst und dass Gott dir Weisheit gibt, wie du dein Leben für ihn und für andere führst. Ich möchte dir jetzt anbieten, dass du deine Tür öffnest, deine Herzenstür. Jesus steht da und klopft an. Bist du bereit, ihn einzulassen? Das ist hier die vierte Sache, das vierte Bild. Bist du bereit, diese wichtige Entscheidung zu treffen? Jesus sagt in den Evangelien, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel, vor den Engeln Gottes. Wer sich aber meiner schämt, vor dem werde ich mich auch eines Tages schämen. Also dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Ich möchte jetzt mal fragen, zeig doch mal deine Hand Gott, wenn du sagst, ich möchte jetzt das annehmen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Zeig doch einfach mal deine Hand. Ich sehe deine Hand. Lass uns demütig sein vor Gott. Ich sehe deine Hand. Ich sehe deine Hand. Wer möchte diese Frage beantworten und sagen, Gott, komm in mein Lebenshaus. Ich sehe die Hände. Ich sehe die Hände. Heb einfach deine Hand. Gott sieht deine Hand. Und ich möchte jetzt mit dir ein Gebet sprechen. Und auch wenn du deine Hand nicht gehoben hast, aber du hättest sie heben sollen, lass uns auch alle gemeinsam dieses Gebet jetzt sprechen. Gott sieht das vom Himmel. Gottes Engel schauen zu. Jesus sieht das. Und Gott wird dein Herz neu machen. Gott wird in dein Leben kommen und er wird dich segnen. Er wird dein Leben bauen und er wird dir Weisheit geben durch den Heiligen Geist. Lasst uns beten. Sprich mir einfach das Gebet nach. Lasst uns alle zusammen beten hier im Belsekiez. Himmlischer Vater,
Ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz für mich gestorben ist, dass er meine Schuld und Sünde vergeben hat in Ewigkeit, dass er sein Blut vergossen hat zur Vergebung meiner Sünde und Schuld, dass er das Gericht, das ich verdient hätte für meine Sünde, auf sich genommen hat. Und ich öffne jetzt mein Herz. Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Sei mein Herr und mein Erlöser. Reinige mein Herz und lass meinen Namen angeschrieben sein im Buch des Lebens im Himmel. Und ich entsage jetzt auch Satan und allen Finsternismächten. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Und himmlischer Vater, ich bitte dich, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Fülle mein Herz mit dem Geist Gottes. Lass Ströme lebendigen Wassers durch mich fließen. Und segne mich. Mach alles in meinem Leben neu. Bau mein Leben auf, wie es dir gefällt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das jetzt gebetet hast, im Himmel ist Jubel. Die Bibel sagt, im Himmel ist ein Fest. Im Himmel Engel Gottes jubeln für jeden, der umkehrt und das annimmt. Das ewige Reich der Himmel ist in dein Herz gekommen, wenn du das gebetet hast. Gott segne dich reichlich. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben für die, die gebetet haben. Lass uns einfach mal einen Applaus geben. Komm doch mit uns in Kontakt über die Kontaktkarten. Wir wollen gerne mit dir Freundschaft bauen. Wir können dir auch Bücher geben. Ein Neues Testament haben wir in unserem Gemeindezentrum. Ich wurde schon von einigen angesprochen. Wenn du das haben willst, sprich uns an. Wir können dir gerne ein Neues Testament geben. Die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Auch die Paulusbriefe, durch die die Reformation durch Martin Luther in Deutschland gekommen ist. Ich möchte jetzt noch mal kurz für Kranke beten, weil wir haben auch Autorität im Namen Jesus, Kranke zu heilen. Braucht jemand Heilung? Kann ich mal eure Hände sehen? Kann ich mal eure Hände sehen? Zeig einfach mal ungeniert deine Hand. Ist jemand mit Schmerzen gekommen? Ich bete für euch auf den Plätzen, wo ihr seid. Zeig mal deine Hand, wenn du Heilung brauchst. Okay, Gott sieht unseren Glauben. Jesus sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und wenn wir glauben, dann können wir unser Leben bauen. Wir machen diese Feste hier aus Glauben. Und wir glauben, dass Gott diesen Park hier mit Tausenden füllt. Unser Glaube hat hier auch die Partnerschaft mit der Musikschule gebracht. Das ist alles Glauben. Leg jetzt mal deine Hand auf deine kranke Stelle. Leg mal deine Hand dahin, wo du Schmerzen hast. Mach das einfach mal. Leg mal deine Hand dahin. Vater, wir danken dir jetzt, Herr, dass im Blut Jesu Christi Heilung ist. Schon in Jesaja im Alten Testament 700 Jahre vorher wurde gesagt, dass der Sohn Gottes am Kreuz stirbt und unsere Sünden und Schwachheiten getragen hat. Und durch deine Striemen, durch deine Wunden ist Heilung da. Und Jesus, ich danke dir jetzt, dass durch den Heiligen Geist Heilung fließt in jeden Körper. Im Namen Jesus segne ich dich jetzt mit Heilung, Schmerzen weicht. Lass deine Hand einfach an der Stelle. Ich löse jetzt Heilung in Jesu Namen. Krebsgeschwüre, löst euch auf in Jesu Namen. Gelenke werdet geheilt. Beweglichkeit soll wiederhergestellt werden. Jesus, ich danke dir, dass du unser Arzt bist, unser Heiler. Nicht nur unserer Seele, sondern auch unseres Körpers. Sei geheilt in Jesu Namen, von Kopf bis zu den Füßen. Schmerzen weicht. Ich danke dir für deine Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du Zeugnis geben willst, dass Gott was getan hat, komm einfach zu mir. Überprüfe mal, ob du Dinge wieder bewegen kannst. Hat jemand was gespürt? Kann ich mal kurz sehen? Letztes Mal haben 8 Leute Heilung empfangen.
als wir hier gebetet haben. Ist was besser geworden? Willst du mal kurz kommen? Was ist passiert? Erzählst du nachher. Noch jemand was gespürt? Jemand Kraft gespürt, dass Kraft gekommen ist? Okay. Na, ihr kommt, ihr prüft mal, ob es besser geworden ist. So, jetzt kommen wir zum musikalischen Teil. Okay, was ist passiert? Wie heißt du? Christina. Ich habe so sehr dünne Bauchschmerzen ganz oft und jetzt habe ich irgendwas in meinem Bauch gespürt, dass sie so nicht mehr wehtun. Wow, Schmerzen sind weg aus deinem Bauch. Wie lange hattest du die Bauchschmerzen? Zwei Wochen. Zwei Wochen Bauchschmerzen und jetzt weg. Ja. Schön. Okay. Wunderbar, Anina. Schön. Wunderbar. Gottes Segen. Ja, so wunderbar. Halleluja. Ja, Bauchschmerzen weg. Zwei Wochen. Das letzte Mal hatten wir 8 Heilungen hier. Und ich sage dir, Jesus liebt dich. Gott liebt dich. Gott wurde Mensch durch Jesus Christus. Denk über diese Dinge nach. Gottes Liebe, die Kluft, das Kreuz, der Preis, das Plus. Und dass wir diese Frage mit Ja beantworten, ihn anzunehmen. Jetzt übergebe ich an Stefan Zürke und unseren Chor. Lass uns mal einen Applaus geben für den Chor.